So, willkommen zum neunten Part von C++ Lernen Zeug Tutorial halt. Wie immer, das ist das vom letzten Mal. Ich habe ja gesagt, wir machen jetzt Schleifen. Mehrzahl, also kommen dann noch mehr Schleifenarten. Wir haben jetzt im letzten Mal die While-Schleife kennengelernt und es gibt eine sehr, sehr, sehr ähnliche Schleife und die nennt sich Do-While-Schleife. In anderen Programmiersprachen heißt die Do-Until. Oder wie auch immer. Und der einzige Unterschied ist, man setzt einfach da, wo das While steht, ein Do und hinter den Codeblock das While. Und ein Semikolon hinter das While. Das macht man bei der normalen While-Schleife nicht. Und was jetzt anders ist, dass ich habe ja vorher gesagt, vorher stand ja der While-Block oben drüber. Und hab gesagt, okay, wir sind unten, jetzt springen wir hoch. Und bevor wir einmal durchgehen, prüfen wir auch. Und das ist jetzt nicht so. Das heißt, die Do-While-Schleife läuft Minimum einmal. Und das mache ich jetzt mal. Und zwar nehme ich mir jetzt irgendeine ganz bescheuerte Bedingung. Ich sage, Zähler ist kleiner als minus 500. Und jetzt nehme ich mal das Und. Und Z2 ist größer als 7, 8, 9. So, die Bedingung ist natürlich nicht wahr und wird auch niemals wahr sein, weil Zähler immer größer wird und Z2 immer kleiner. Aber das Ganze wird tatsächlich einmal ausgegeben. Ich beweise euch das mal schnell. Genau, es wird nämlich einmal ausgegeben, es wird einmal, okay, hier ist ein Do-Statement, das heißt, den Codeblock einmal ausführen, dann prüfen, ob das Ganze nochmal wiederholt werden soll. Nein, soll es nicht. Okay, System Pause. Jetzt das Ganze nochmal mit, ja, ich sage mal, machbaren Bedingungen. Zähler ist größer als 6 und Z2 ist kleiner als. Ja, nehmen wir 450 oder 59, Wurstfinger und so. Starten das Ganze nochmal. Es sollte jetzt ein paar Mal, mindestens 6 Mal ausgeführt werden. Und tatsächlich passiert nichts. Warum? Tja, das werdet ihr euch jetzt fragen. Tja, warum das so ist, ist ganz klar, denn ich Trottel habe die Bedingungen falsch gestellt. Den Zähler, okay, es läuft einmal durch, das heißt, hier wäre es jetzt 2 und 2 ist nicht größer als 6, also bricht das Ganze hier schon ab. Da ist das hier schon egal, weil das false ist und false bedeutet, es kann nicht mehr true werden, denn false und true gibt false. Das hätte ich vielleicht vorher auch mal erwähnen sollen. Also es gibt ja mehr oder weniger drei Kombinationen. Okay, vier Kombinationen. False, false. False, true. True, false. Und true, true. Wenn ich die jetzt miteinander vergleiche. Okay, false, false. Da kommt eh false raus. Muss ich nicht erklären. Erst false, dann true. Ab hier weiß der Computer schon, okay, das Ganze kann eh nicht mehr true werden. Also, das ist das Beispiel wie hier. Er überprüft das. Okay, ist false. Egal, was hier hinter steht. Das kann auch tausendmal. Können hier tausend Bedingungen stehen, die alle true sind. Ist wurscht. Überprüft er erst gar nicht. Kann eh nicht true werden. Sprich hier. Und true, true. True, true ist true. Okay, haben wir das auch mal beleuchtet. So, jetzt korrigiere ich die Bedingungen. Und hier. Das war nämlich auch falsch herum. Warum sehen sich größer und kleiner eigentlich so ähnlich? Jetzt sollte es ein paar Mal durchgelaufen sein. 6 Mal Minimum.
Und jetzt ist es auch sechsmal durchgelaufen. Allerdings wird Zähler hier auf 6 gesetzt. Und damit wird das Ganze nicht nochmal ausgegeben. Denn Zähler ist 6. Okay. Und dann gehen wir einfach nach unten weiter. Und gehen nicht mehr zu dem Du hoch, weil ja schon Zähler größer als 6 ist. Wenn ich jetzt aber das C-Out eine Zeile nach unten verschiebe, zwei Zeilen nach unten verschiebe, dann würde die sechste Runde noch ausgegeben werden. Ich breche das ab, starte das nochmal. Und jetzt wird die sechste Runde mit ausgegeben. Hoffe ich. Genau, aber wir haben gar keine erste Runde, denn 1 plus 1 sind 2. Tja, da haben wir keine erste Runde. Ich hoffe, ihr habt auch verstanden, warum. Weil wir halt erst ausgeben, als Zähler schon 2 ist. Wenn es zu dieser Schleife noch Fragen oder Unverständnis gibt, dann schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir eine PN auf YouTube. Was auch immer, erreicht mich halt irgendwie über die gegebenen Kommunikationskanäle und ich werde eure Frage beantworten. Bis dahin, ciao.